Der 22 Jahre alte Juan zittert, als er den Bussteig 4 am Bahnhof Peine betritt. Hier wurde ihm vor 3 Wochen von einem Neonazi mit einer Armbrust in den Rücken geschossen. Und stand dann am Bahnhof, wollte nach Hause fahren. Und da habe ich den ersten Pfeil direkt gespürt. Also ich hatte Todesangst, habe mich umgedreht und sehe nur einen Pfeil in meinem Rücken. Fasse ihn so an und sage, oh, scheiße. Mhm. Renne vor dem Mann weg. Er rennt mir den ganzen Weg hinterher, ohne was zu sagen. Mit dieser geladenen Armbrust hatte ich mit Todesangst, mit Schmerzen, bin ich dann weggerannt in dem Bushäuschen, da wo man die Karten verkauft. Es ist das erste Mal, dass er an den Ort des Schreckens zurückkehrt. Am 17. Juni um 12.41 Uhr passierte es. Hilfe bekommt das Opfer erstmal nicht. Und bin dann in der Ticketschalter bei der Frau dann reingegangen, habe zu der Frau gesagt, bitte helfen Sie mich, ich werde verfolgt von jemandem mit der Armbrust. Dann sagt die Frau zu mir, wollte ich da eigentlich lang gehen, da bei den Stühlen. Die Frau sagt zu mir, Sie dürfen hier nicht lang, klären Sie die Sachen bitte draußen. Vor dem Laden ruft der junge Jeside selber die Polizei. Die Rettungskräfte sind schnell vor Ort, im Krankenhaus wird klar, steckte der Pfeil nur 2 Zentimeter weiter zur Wirbelsäule, wäre er nun querschnittsgelähmt. Die meinten noch, ich habe überlebt und kann jetzt am 17.06. meinen Geburtstag feiern, also meinen 2. Geburtstag. Ein Pfeil mehr und ich wäre weg gewesen. Also ich hätte es nicht überlebt. Juan hat seit dem Attentat Albträume, traut sich nicht alleine auf die Straße, schläft jetzt wieder bei seinen Eltern. Ist er draußen, muss er sich ständig umdrehen. Aus Angst, dass ihn wieder jemand von hinten attackiert. Der Angreifer hat die Tat gestanden, behauptet aber, psychische Probleme zu haben. Die Ermittler gehen unterdessen von einem fremdenfeindlichen Motiv aus. Juans Anwalt geht von einer Anklage wegen versuchten Mordes aus. Gegen die Ticketverkäuferin hat er Strafanzeige wegen unterlassener Hilfeleistung gestellt.